oben. Hören Sie mich? Captain Reyes? Er kommt zu. Na bitte, Seemann. Öffnen Sie die Augen. Ich bin Captain Farron von der Tigris. Herzfrequenz stabilisiert sich. Blutgaswerte normal. Das ist Chief Brian Bling, Sanitäter auf der Tigris. Wo ist Ethan? Ich bin hier, Sir. Sie sind auf einem Shuttle meiner Tigris. Ich bringe Sie zurück zur Retribution. Mein Schiff, meine Crew. Die Red ist in guten Händen. Helfen Sie ihm. Sie ist gleich da draußen. In all ihrer Pracht. Wer hat Sie kontaktiert? Lieutenant Salter. Sie bat den Admiral um ein Bergungsteam. Unter den Umständen empfand er die Bergung als zu riskant. Reigns hat die Rettung nicht autorisiert? Krieg kennt keine Freunde. Vielleicht bin ich egoistisch, aber ich habe nicht vor, hier draußen alleine zu kämpfen. Ich habe einen Piloten und zwei Späher zu ihrer letzten bekannten Position geschickt. Und gegen die Radialgeschwindigkeit? Gravitationswiderstand und noch etwas. Glück. Wir mussten Ethans Arme öffnen, waren um sie rumgefroren. Schutz des Captains bis zum Schluss. Echte Tapferkeit, Ethan. Echte Todesangst, Captain. Sei nicht so bescheiden. 5 Sekunden zum Dock. Danke, Farron. Sie haben uns gerettet. Wir sind ein 2-Soldaten-Orden. 50% Schwundquote ist nicht akzeptabel. Willkommen daheim, Captain. Das war mehr als die Pflicht gebietet, Farron. Kalkuliertes Risiko, Lieutenant. Ich kehre jetzt zur Tigris zurück. Gehen wir an die Arbeit. Passen Sie auf ihn auf. Captain, bitte. Ich komme schon klar. Ethan, geh zur Technik, zum Mac. Lass dich aufpolieren. Was ist mit Ihnen, Sir? Mach dir um mich keine Sorgen. Träumen Sie weiter, Sir. Salt, hab gehört, was du... Bereit? Immer. Deine Crew erwartet dich, Captain. Gehen wir, Reyes. Captain auf der Brücke. Sir, Admiral Reyes ist in der Leitung. Rainman verschwendet keine Zeit. Auf den Schirm. Brücke versiegelt. Captain Reyes, tut verdammt gut, Sie zu sehen. Zunächst einmal, ich habe eine geheime Einsatzbesprechung für Sie. Wir sprechen in Ihrem Büro weiter. Ja, Sir. Komm, leiten Sie den Admiral ins Einsatzbüro des Captains um. Okay, verbinde jetzt. Was gibt es, Admiral? Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der Artis-Geschütze. Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten SDF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder. Er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Salter Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Reyes Ende. Sichere Verbindung wurde getrennt, Sir. Danke, komm. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Reyes. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Wurde für Sie aktualisiert, Commander. Die Tigris startet, Sir. Guten Flug, Farron. Sichere Reise. Ihnen ebenso, Captain Reyes. Es gibt eine neue Stratcom-Mission in der Nähe des Merkurs. Eine weitere Luftkampfmission ist ebenfalls verfügbar. Ich erkläre dir die Lage. Da
Das ist Vesta 3, eine Minenkolonie, die uns alle nötigen Rohstoffe zum Wiederaufbau der Flotte liefert. Die Lieferung heute ist noch im Hafen. Gegen 1800 brach der Kontakt zu Vesta ab. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Vesta 3 ist nicht, wo er sein sollte. Orbitaler Pfad weicht vom natürlichen Kurs ab. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, Ma'am. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationsgrenze, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, kriege ich's hin. Versuchen wir es, Captain. Ihr habt's gehört. Springen wir. Alle Mann, Sprungstation. Kollisionsalarm aktiv. Antrieb in Ordnung. Schiff ist bereit. Alles klar. Und los, Gator. Sprung in 3, 2, 1. Status? Höhlenstabilität niedrig. Sie wird halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben. Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in 3, 2, 1. UV-Filter, polarisiert das Glas. Roger. Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung. Wo ist der Asteroid, Gator? Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Vesta 3 müsste da sein. Bestätigt. Vesta 3 direkt beim Bug. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. Rhodes, Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. Salt, du kommst mit mir. Klar doch. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Salt? Welche? Der Olympus-Angriff. Wie viele sind gestorben? 16. Du hast Mac gehört. Es ist nicht leicht. An die Arbeit hält. Captain, Mac ist vorhin mal hier vorbeigekommen. Sie arbeitet an einem Geschenk für Sie beide. Ich habe Ihre Rüstung gleich hier drüben, Sir. Vorsicht. ATAT, automatische Anvisierdrohne, viertes Modell. Feuert auf, was Sie feuern. Mac ist in Ihrem Element. Danke, Chief. Auf Vesta gibt es nur enge Winkel und raues Gelände. Ich habe ein paar von Macs neuen ATATs, um die Lücke zu schließen. Zusätzlicher Schutz ist immer gut. Arbeiterbots helfen beim Asteroidenabbau, könnte nützlich sein. So ist es richtig, Sir. Zu weit vom Kurs ab. Holen wir uns die Antwort. Okay. Wir sind keine Raketenforscher. Sollen wir den Chief holen? Lieber nicht. Boss! Was ist ein Kampfpilot in einem Regenschauer? Was denn? Kurz trocken. Weise Worte, Lieutenant. Ihr Raven ist in Rampe 2. Der Staff Sergeant und seine Männer warten auf Sie und den Captain. Danke, Boss. Die Tauschkörper schrotten ihre Avionen. Kommen Sie bloß in einem Stück zurück. Wird gemacht. Rühren. Kashima, Sie sind mein Co-Pilot. Newman kam verliehen. Ja, geht es Ihnen gut? Noch stehe ich, Staff Sergeant. So muss es sein. Und Ethan? Mac macht den Kampf bereit. Sehr Bastard. Das ist unser Fenster, Raider. Komm rauf. Lieutenant Salter, genau grünes Licht.